Vögel Mitteleuropas, eine Auswahl mit ihren Stimmen und auch als Quiz nutzbar. Teil 2b, Feld, Wald und Wiese von Dr. Hans-Jürgen Alexi. Zum Prolog. Auch unsere Vögel sind ein Stück Heimat für Deutschland und Mitteleuropa. Sie geben uns Freude und sind uns Auftrag. Denn je mehr man kennt, desto mehr sieht man auch. Und je mehr man sieht, desto mehr liebt man auch. Je mehr man liebt, desto mehr schützt man. Man kann die Vögel Mitteleuropas in ihren Bildern und Stimmen auch einfach so genießen. Man kann den Vortrag aber auch als Quiz benutzen, zum Testen und zur Erweiterung des eigenen Wissens. Zunächst werden immer die Vogelbilder gezeigt und nach 2 Sekunden ertönt automatisch, ohne weiteres Anklicken, ihre Stimme, ihr Ruf oder Gesang. Dann kann eine kurze Zeit des Nachdenkens oder Rätselratens folgen und nach weiteren 3 bis 5 Sekunden erfolgt wieder ohne erneutes Anklicken der Name des Vogels in Einblendung und kurz angesprochen. Viel Spaß dabei für die Jüngeren, aber auch für die Älteren, Dr. Hans-Jürgen Alexi. Ich habe den gesamten Vortrag gegliedert in verschiedene Abschnitte, damit er etwas übersichtlicher wird, und zwar in die Teile Hausgarten Kulturfolger mit 2 Abschnitten sowie Feld, Wald und Wiese mit 2 Teilen und dann die Wasservögel an Küste und See und unsere Greifvögel und Eulen. Innerhalb der Abschnitte sind die Vogelarten alphabetisch gegliedert, bis auf Ausnahmen von zusammengehörigen Arten. Hier ist das Inhaltsverzeichnis für den 2. Teil der Vögel Mitteleuropas. Der Abschnitt betrifft die Vögel von Feld, Wald und Wiese. Ich habe auch diesen Abschnitt geteilt in 2 Teile. Der 1. Teil beginnt bei den Stelzen, Bachstelze und Schafstelze und endet bei den Krähen, Nebelkrähe, Rabenkrähe und Saatkrähe. Der 2. Teil beginnt bei den Kranichen und endet bei den Störchen und der Großtrappe. Erneut sind die Vogelarten weitgehend alphabetisch aufgelistet. Der Kranich, der graue Kranich, ist die einzige Kranichart in Europa. Die schönen großen Vögel haben die Menschen seit alters her begleitet und fasziniert. Seit den Griechen gelten sie als die Vögel des Glücks. Der ritualisierte Kranichtanz wird von beiden Geschlechtern das ganze Jahr über gezeigt, allerdings am häufigsten zur Balz- und Brutzeit. Für den Kranichzug gibt es verschiedene Flugrouten, die langsam erforscht worden sind, auch über den Norden und Osten Deutschlands. Die westlichen Populationen ziehen bis Südspanien und Nordafrika und die östlichen entlang des östlichen Mittelmeeres bis zum Nil in Ägypten. Auf dem Kranichzug im Herbst fliegen die Jungvögel zwischen ihren Eltern und lernen so die Flugrouten kennen. Der europäische Kuckuck, Cuculus canorus, ist unser bekannter Brutparasit. Er ist räumlich weit verbreitet, aber dennoch kein häufiger Vogel. Er ist dadurch gefährdet im Bestand, dass er ebenfalls ein Langstreckenzieher ist und unter den Folgen des Klimawandels leidet. Er leidet auch unter dem Rückgang der Wirtsvogelarten bei den Kleinvögeln. Anfang Mai sind wir froh, wenn wir einen Kuckuck hören, denn wir wissen, jetzt beginnt der Frühling. Es sind hauptsächlich die Männchen, die so auffallend rufen. Die Weibchen sind stiller und suchen die ganze Zeit nach Nestern und ein- und ausfliegenden Vogeleltern. Die Weibchen sind ihr Leben lang geprägt auf ihre Wirtsvogelart und legen ständig Eier, die diesen täuschend ähnlich sehen, hier in das Gelege eines Gartenrotschwanzes. Ein fehlgeleiteter Instinkt, so sagen die Ornithologen dazu. Der zierliche Teichrohrsänger muss nach dem Verlust des eigenen Geleges
diesen fetten Parasiten durchfüttern. 100 Wirtsvogelarten sind für die europäischen Kuckucke bekannt. Davon sind allerdings nur bei 45 Arten erfolgreiche Aufzuchten bekannt geworden. Ein schönes Bild von einem fliegenden Kuckuck mit seiner gesperberten Brust. Flugbilder vom Kuckuck sind selten. Er fliegt meist nur kurze Strecken und ist eher zu bemerken auf Sitz warten, wenn er seinen Namen ruft. Die singenden Feldlerchen sind Charaktervögel unserer Wiesen und Felder. Früher waren sie häufiger, sie leiden unter der intensiven Landwirtschaft. Bei extensiver Bewirtschaftung und Rücksichtnahme sind sie immer noch gut anzutreffen und können ihre Bruten dann hochbringen. Im Frühling und im Sommer führt das Männchen lange Singflüge über seinem Revier aus und singt mehrere Minuten lang ununterbrochen mit schönen trillernden Tönen. Dann landet es etwas abseits vom Nest, um keine Feinde anzulocken, und huscht in der Bodenvegetation den Rest der Strecke zum Nest. Man hat immer die singenden Feldlerchen-Männchen im Kopf, aber auch die Weibchen der Feldlerche singen, bloß viel leiser und nur am Boden. Im Sommer besteht die Nahrung überwiegend aus tierischer Ernährung und im Winter aus pflanzlicher Kost. Die Nachtigall gilt als unsere beste und schönste Sängerin. Und tatsächlich, die jungen Männchen erlernen verschiedene Strophentypen, es sind mehrere hundert davon, und kombinieren sie später selbstständig. Ihr Äußeres ist ziemlich unscheinbar und sie sind daher im Gebüsch gut getarnt. Aus dem Gebüsch klingen dann diese schönen melodischen Lieder. Sie erklingen nicht nur in der Nacht, der Name bedeutet aus dem Althochdeutschen Nachtsängerin, sondern auch am Tage an geeigneten Standorten. Das Rebhuhn ist ein mittelgroßes Wildhuhn, das früher häufig war und auch weltweit noch nicht gefährdet ist. In Deutschland und Europa ist es aber in den letzten Jahrzehnten ganz schlimm zurückgegangen durch die intensive Landwirtschaft und durch den Verlust von Deckungsräumen und naturnahen Rückzugsgebieten. Charakteristisch ist dieser dunkelbraune, hufeisenförmige Brustfleck. Dem Rebhuhn machen ohnehin zu schaffen Bodenfeinde und sehr kalte Winter. Rebhühner sind scheu und überwiegend am Tage und in der Dämmerung aktiv. Sie sind sehr standorttreu, auch im Winter, sofern genügend Deckung vorhanden ist. Der Graue Reiher oder Fischreiher ist unser häufigster Reiher. Er wurde früher vom Menschen stark verfolgt, obwohl der Schaden für die Fischerei in den Flachwasserbereichen mit den kleinen Fischen kaum bedeutend ist. Er brütet in Kolonien, ist dabei sehr zänkisch. Erwachsene Tiere zeigen diese drei schwarzen Schopffedern, wie im Bild zu sehen. Typisch ist sein Flugbild. Alle Reiher fliegen mit diesem S-förmig gekrümmten Hals, während Störche und Kraniche im Flug einen gestreckten Hals aufweisen. Der schöne und imposante Silberreiher kommt in vielen Teilen der Welt vor. Bei uns nimmt der Bestand seit Jahrzehnten zu. Er ist allerdings schwankend und sichere Bruten sind nur wenige dokumentiert. Der Silberreiher bildet keine Schmuckfedern als Schopffedern aus, dafür aber Schmuckfedern an den Schultern zur Balzzeit. Beim Start und bei der Landung sind die Hälse der Reiher noch gestreckt und werden dann im Flug S-förmig gekrümmt.
der schon einmal stundenlang draußen in der Natur gesessen und fotografiert hat, der wird nachvollziehen können, was für unschöne Gefühle man gegenüber diesem Teichrohrsänger empfindet, wenn er stundenlang dieses monotone, kratzende Lied, was nur er selber als Liebeslied bezeichnen kann, aus dem Schilf von sich gibt. Teichrohrsänger bauen geschickte Gras- und Schilfnester zwischen Schilfhalmen oberhalb der Wasseroberfläche. Die Uferschnepfe ist ein eleganter Wartvogel, der früher die Moore und Flussufer besiedelt hat und jetzt extensives Grünland und Feuchtwiesen annimmt. Leider ist der Bestand durch die intensive Landwirtschaft und Habitatverlust sehr rückläufig. Im Niederdeutschen wird die Uferschnepfe auch als Greta bezeichnet, vermutlich lautmalend zu ihren Flugrufen, die man mit Greta Greta oder besser eigentlich mit Tücke 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 übersetzen kann. Die Flugkünste der Uferschnepfe sind atemberaubend. Man kann sie am besten während der Balz- und Brutzeit beobachten. Nicht nur abrupte, plötzliche Wendungen in der Luft rollen, sondern sogar stillstehen und rückwärts fliegen ist möglich. Im Sommer sehen wir ihn in Mitteleuropa nie bei uns, diesen hübschen bunten Vogel, den Seidenschwanz. In sehr kalten Wintern kommt er manchmal in kleinen oder auch sehr großen Schwärmen zu uns, weswegen er im Mittelalter sogar in manchen Regionen als Vogel für Unheil und schlechtes Omen angesehen wurde. Das ist so ein Schwarm von Seidenschwänzen im Winter. Hier in Hessen, im Abstand verschiedener Jahre, kann es zum Auftreten größerer Schwärme bis Süddeutschland und sogar bis zum Mittelmeerraum kommen. Sie leben von Beeren und Früchten. Ihr Lieblingsbaum ist die Eberesche. Der Buntspecht ist unser häufigster mittelgroßer Specht und besonders im Frühjahr vor dem Laubaustrieb gut zu beobachten. Nur die Männchen haben diesen roten Genickfleck. Der Buntspecht trommelt kurz und schnell, aber erst nachdem die Nisthöhle fertig gezimmert ist. Auch die Weibchen trommeln. Der Buntspecht kann perfekt klettern, weil die Krallen seiner Füße zwei nach vorne und zwei nach hinten gerichtet sind und ihn abstützen. Weiter benutzt er den starken Stützschwanz, um sich zu sichern. Er trinkt auch Saft von den Bäumen durch das Ringeln, indem er kleine Löcher in die Rinde schlägt. Der Schwarzspecht ist ein geheimnisvoller, großer Vogel unserer Wälder. Er ist krähengroß und der größte Specht in Europa. Die Geschlechter kann man unterscheiden. Schwarzspecht-Männchen tragen das Rot am Kopf, am Scheitel, über die gesamte Länge, vom Schnabelansatz bis zum Hinterhaupt, und Weibchen haben das Rot am Hinterhaupt bis zum Nackenansatz. Schwarzspechte trommeln, etwas länger als der Buntspecht und hart und laut. Schwarzspechte sind wichtig für den Wald. Sie meißeln große Bruthöhlen in großen alten Bäumen, Buchen werden bevorzugt. Das Einflugsloch ist hoch oval und am unteren Ende ist der Einlass abgeschrägt als Regentraufe zum Abfließen des Wassers. Der Schwarzspecht bereichert unseren Wald, er trägt zur Artenvielfalt bei, denn in seinen großen Bruthöhlen sind bis zu 60 Arten als Nachnutzer festgestellt worden, darunter nicht nur Vögel, Insekten und Fledermäuse, sondern auch mehrere Säugetiere, besonders Eichhörnchen, Bilche und Marder. Unser Glücksbringer, der beliebte Weißstorch, der Klapperstorch unserer Märchen und Mythen, war im Bestand sehr zurückgegangen,
Er folgt den Menschen als Kulturfolger und hatte von der bäuerlichen Landwirtschaft profitiert. Durch die Intensivierung war es schlechter geworden um seinen Bestand. Er hat sich wieder erholt, er ist angewiesen auf Feuchtgebiete und Feuchtwiesen. Die Populationen der europäischen Störche werden getrennt in die sogenannten Weststörche und Oststörche. Die Grenze läuft etwa in der Mitte Deutschlands. Die Weststörche ziehen zur Zugzeit über Frankreich und Spanien bis Nordafrika und die Oststörche ziehen am östlichen Mittelmeerrand entlang über Israel, wie auf diesem Bild, bis zur Mitte Afrikas im Osten, sogar manche bis zum südafrikanischen Kap. In unseren Märchen und Erzählungen war der Klapperstorch nicht nur der Bringer des Glücks, sondern auch der Überbringer der Babys. Hier von Karl Spitzweg, dem populären Maler, schön dargestellt, wie die Frauen und Mädchen am Boden den Transport der kleinen Kinder erwarten. Unsere Weißstörche bauen das größte Nest, den größten Horst in Europa. Es wird jahrzehntelang daran gebaut und das Nest, der Horst, wird nie fertig. Er kann am Ende bis mehrere Meter hoch werden und bis zu 2 Tonnen schwer. Das Klappern der Weißstörche ist das ganze Jahr über zu hören, insbesondere zur Begrüßung der Paare am Nistplatz oder auch zur Revierabgrenzung. Weißstörche fliegen mit gestrecktem Hals. Das ist auch ein Storch, ein anderer Storch, der etwas kleinere Schwarzstorch. Er ist auch im Verhalten anders als der Weißstorch. Er ist ein Kulturflüchter. Er ist ein scheuer Bewohner von großen und naturnahen Waldgebieten, besonders von Laubmischwäldern. Auf Störungen reagiert er sehr empfindlich und wird leicht vertrieben. Der Schwarzstorch klappert auch mit dem Schnabel wie der Weißstorch, aber im Gegensatz zum Weißstorch, der kaum Laute von sich gibt, hat der Schwarzstorch eine breite Palette von Rufen, Gesängen und Lauten. Die Federn des Schwarzstorchs sind nicht einheitlich schwarz, sondern sie schillern metallisch und je nach Lichteinfall glänzen sie dann grünlich, purpur- oder kupferfarben. Da waren die Augen und die Gier wieder größer als der Schnabel und der Schlund. Die Großtrappen sind extrem scheu und fliegen bei kleinsten Störungen aus weiter Entfernung auf und sie sind extrem selten. In Mitteleuropa bestehen noch kleine Restvorkommen in Mitteldeutschland und in Ungarn. Diese werden mit großem Aufwand geschützt. Großtrappen zählen zu den schwersten, noch gerade eben flugfähigen Vögeln. Es besteht Geschlechtsdimorphismus. Die Hähne können bis 15, 16 Kilogramm schwer werden, können gerade noch fliegen. Die Weibchen bleiben deutlich kleiner. Zum Schluss Hinweise auf die Herkunft der Bilder, der Audiodateien und der Videos. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Freude an den Bildern hatten und einen Gewinn von den Texten. Vielleicht konnten Sie Ihr Wissen über die Vögel Mitteleuropas etwas vertiefen. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Ich verweise auf die übrigen 5 Teile.